der Checker. Kauft Darts und Zubehör auf dartspool.de. Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Darts. Wir testen heute, weil wir ja vor 2 Wochen die größten erlaubten Darts getestet haben, mit die kleinsten erlaubten Darts. Also so ziemlich, ja, das Gegenteil. Ihr werdet gleich sehen, wie süß diese Darts aussehen. Also es wird auf jeden Fall zu süß, Freunde. Warte mal ganz kurz. Ich hätte euch auch diese Darts hier zeigen können. Das sind nämlich welche aus so einem kleinen Spielset, die auch wirklich in der Dartscheibe stecken. Aber die sind mir zu blöd, weil die kann man nicht wirklich benutzen. Ich werde euch wirklich Darts zeigen, die man im Wettbewerb benutzen kann, weil die hier fliegen nicht mehr. Da muss man viel zu nah rangehen. Ich will euch da zeigen, die man wirklich benutzen kann und die wirklich ultimativ winzig klein sind. Und ich habe sogar ziemlich Bock, mit denen mal zu spielen, weil ich das absolut überhaupt nicht gewohnt bin mit so kurzen Darts. Und vielleicht klappt es ja, mit den großen Darts hat es ja auch schon ganz gut geklappt. Jetzt muss ich mal ganz kurz Werbung einblenden, denn Leute, es gibt was richtig, richtig cooles Neues und zwar von der Firma Bulls. Ihr wisst ja vielleicht, dass bald der World Cup auf Darts stattfindet, wo Martin und Max gemeinsam für Deutschland antreten. Da bin ich natürlich auch am Start und dann ist einen Tag später auch schon das Event in Kiel. Also da wird mächtig was passieren. Und zwar hat Bulls dann Folgendes rausgebracht. Es gibt jetzt das Darts Team Germany Set. Das sieht so aus. Ich stelle es hier mal so ein bisschen neben mich und lese euch mal kurz vor, was das alles so kann. Also Leute, ihr habt dabei ein Board. Das hat sogar hier Darts Team Germany eine eigene Beflockung. Richtig krass. Da habt ihr hier ein Darts Team Germany Surround. Und ihr habt auch Darts, also Brass Darts von Max und Martin mit in diesem Set. Und wir machen das gute Stück mal auf und gucken mal rein. Also wir haben hier ein Surround aus 4 Teilen. Das macht ihr ums Board rum, um halt die Wand zu schützen. Hier ist das mit dem Darts Team Germany, sieht schon fresh aus. Dann haben wir hier das Board, ja, das ist was Eigenes, das ist auch ein gutes Board, das ist ein Bulls Board. Ein Bulls macht normalerweise gute Boards. Und hier oben seht ihr auch schon die Darts. Es sind hier 3 Brass Darts und hier 3 Brass Darts, halt wie gesagt von Max und Martin mit dabei. Das heißt, wenn ihr euch dieses Set holt, könnt ihr direkt loslegen. Und ja, ist schon geil, ist ein geiles Sammlerstück auch, weil diese Scheibe wird sich definitiv nicht so oft geben, wo oben Darts Team Germany steht. Also finde ich schon mal richtig nice. Wir haben uns auch überlegt, wenn ihr das Set bei uns bei Dartspool bestellt, dann bekommt ihr noch ein Set Marcel Scorpion Brass Darts gratis mit dazu und eine Autogrammkarte ist sowieso am Start, sobald diese Darts mit dabei sind. Also ihr bekommt eine Autogrammkarte und das dazu. Wenn ihr euch das Set mal angucken wollt, Link ist in der Videobeschreibung. Ganz kurz zum Thema Brass Darts. Es ist halt für Anfänger nicht schlecht, weil ihr habt halt was Dickes in der Hand, no homo. Und damit lernt es sich eigentlich ganz gut, sagt Janni immer. Deswegen kann man es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich packe jetzt mal hier das Round nochmal weg. Aber richtig, richtig cool. Also mit dem Ding könnt ihr direkt loslegen. Und jetzt kommen wir zu den kleinsten Darts. So. Und zwar. So süß. Die Darts. Gott, oh Gott. Sind so. Natürlich noch mit Spitze. So kurz sind diese Darts, Freunde. Also wenn wir es dann mit dem längsten Dart vergleichen, der so aussieht, das heißt, man könnte, diese beiden Darts dürften nach offiziellen PDC-Regeln gegeneinander in einem Spiel antreten, Freunde. Ja, ich würde sagen, aber den hatten wir schon, Video könnt ihr ja mal abchecken. Für heute geht es um den hier und ich habe mir auch was überlegt. Und zwar werde ich auch ein kurzes Setup dran machen. Ich hätte jetzt auch sagen können, ich mache jetzt lange Schäfte oder so dran. Aber ich mache alles kurz, damit es auch richtig nice ist. Im Übrigen hier, den Dart spiele ich jetzt zurzeit. Das hier sind die Scorpion V2 mit, boah, die sehen so fett aus, Alter. Mit Diamond Points, das sind diese goldenen Spitzen, Freunde. Boah, ich komme nicht klar. Kurzes Setup, zack, so sehen die aus. Mit denen spiele ich gerade richtig, richtig geil. Ich schraube jetzt aber hier die Schäfte ab, weil die kommen auf die kurzen Dart. Das sind auch die kurzen hier von L-Style. Das sind die 190er von L-Style. Alter, okay, ihr werdet lachen, ihr werdet lachen. So, Leute, das sind Darts, mit denen man offiziell spielen darf. Guckt euch das bitte mal an, wie kurz der ist. Das Ding ist, ich mag es, wie man den anfasst. Wahrscheinlich werde ich den absolut immer spielen. Nee, Spaß, Leute. Also, ich würde sagen, schnacken wir gar nicht so lange rum. Gucken wir uns doch diese Darts mal, ja, im Test an. Danke Marcel für diese nette Anmoderation. Herzlich willkommen hier zum Test der Darts. Und ihr seht schon, ich lege hier direkt los. Und was hier direkt auffällt, ist, dass diese Darts unglaublich schwer zu werfen sind. Ohne Scheiß, Leute. Also, diese Darts sind meiner Meinung nach schwieriger zu werfen. Und das meine ich jetzt ernst, als die längsten Darts. Ihr seht auch hier meine Reaktion, oh Gott. Weil die Darts sind nicht nur extrem kurz, sondern sie sind auch extrem leicht und damit kam ich gar nicht klar. Ihr hört schon, wie ich hier ein bisschen am Ragen bin. Ach du Scheiße. Also ich habe hier direkt voll losgelegt und dachte, komm,
Mein Ziel ist es, eine 100 zu werfen, by the way. Also, ob ich das schaffe oder nicht, das sehen wir dann auf jeden Fall. Manche Aufnahmen waren ganz okay, aber ihr seht schon, man muss, also ich werfe die so doll weg, auch ein bisschen mit Schulter drin, weil die unglaublich schwer allein zum Board zu transportieren sind. Wenn ich mir so einen Stephen Bunting vorstelle, der 12 Gramm Steel Darts spielt und damit irgendwie ein Top 20 Spieler ist, ich verstehe das nicht. Alter, das ist wirklich nicht einfach. Ihr seht schon, es gibt auch Aufnahmen wie hier, da muss ich auch lachen, wo die Tendenz dann schon besser wird, aber da, wo die Darts stecken, ist dann immer noch nicht gut irgendwie. Und da gibt es schon ein paar lustige Situationen auf jeden Fall. Jetzt zum Beispiel hier der erste hat ganz gut gesteckt, der zweite auch. Ich muss sagen, für einen Wettbewerb am Ende des Tages, wenn man sich daran gewöhnt, sind die natürlich effektiver als der längste Dart. Und der schwerste Dart, das ist ja beides in einem, der längste und schwerste Dart, der erfüllt ja beide Spezifikationen. Und zwar ist er ja einmal 50 Gramm, was das Maximum ist, und dann 30 Zentimeter, was auch Maximum ist. Und hier haben wir halt, ja, ich gucke mir den mal an, ja, wahrscheinlich so 5 Zentimeter und, weiß nicht, vielleicht so 18 Gramm, 17 Gramm, keine Ahnung. Ich kann es schwer einschätzen, wie viel dieser Dart wiegt. Hier seht ihr hier schon, die Gruppe ist etwas chilliger geworden. 100 geht nicht, sage ich hier noch. Das war schon mein Ziel hier. Das ist eine 81, glaube ich, jetzt gerade gewesen. Genau. Ja, wir machen auch eine Verlosung. Das wollte ich jetzt schnell dazu sagen, sonst vergesse ich das noch. Und zwar auf der Dartspool Instagram-Seite verlosen wir das Team Germany Set einmal. Gleichzeitig, wie dieses Video hier online geht. Dazu müsst ihr einfach Abonnent auf diesem Kanal hier sein. Scorpion Darts sozusagen. Dann müsst ihr auf Instagram Dartspool folgen. Und ihr müsst da einen Kommentar schreiben. Das schreibe ich aber da nochmal genau hin. Also das mache ich jetzt nebenbei, diesen Post. Ein schönes Bild von Martin und Max, das werdet ihr dann nicht übersehen. Und ja, ich trage hier mein Trikot, was mir Janni vor über einem Jahr geschenkt hat, einfach mit Phil Taylor Farbe. Jetzt läuft. War es eine 60 oder 100? Ich sehe es jetzt gerade nicht. Jetzt läuft, sage ich auf jeden Fall. Das hat er mir damals geschenkt, da ist auch Dartspool-Aufkleber drauf. Ist ein ganz schönes Geschenk gewesen, deswegen ziehe ich das ganz gerne mal an. Aber in Kiel auf der Bühne werde ich ein anderes tragen. Ich muss mich nur langsam mal drum kümmern. Das fällt mir gerade so auf, dass ich da ein vernünftiges Jersey bis dahin noch am Start habe. Ansonsten muss ich das hier tragen. Ist jetzt auch nicht schlimm oder so, aber ich hätte gerne noch ein bisschen andere Farben. Jetzt läuft sie mit der 60. Nee, Spaß. Aber ihr müsst es mal, wenn ihr mal irgendwo in irgendeinem Dartsladen seid oder so, diese Darts in die Hände kriegt, dann probiert das auf jeden Fall gerne mal aus. Dann macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Und ansonsten bin ich gerade hier viel am Darts spielen natürlich. Trainingsmäßig lief es jetzt die letzten Tage gar nicht. Dann habe ich ein kleines Turnier gespielt, ein kleines privates Turnier, da bin ich immer ins Finale gekommen, dann Finale 65er Average gespielt, aber verloren gegen einen Bundesligaspieler, der hat dann im Spiel, glaube ich, 75er Average. Das war ein ziemlich klares Ding, da habe ich irgendwie 1-0 geführt. Best of 9 war das und hat er 5-1 gewonnen, genau. Ja, ihr habt gerade gesehen, die 60er, manchmal flattern sich schon rein. Wie gesagt, Ziel war eine 100. Und dann habe ich auch gleich nochmal, jetzt ist es jetzt die 100, ich weiß es nicht. Ja, oder? Come on. Ja, genau. Dann habe ich auf jeden Fall gleich noch mal ein bisschen umgeswitcht mit meinen Darts gespielt, um euch nochmal zu zeigen, wie schwer das ist, dann auch einfach da reinzukommen. Genau. Ich weiß gar nicht, wie viele Aufnahmen ich jetzt noch mit denen hier mache. Ich hoffe, auf jeden Fall werde ich auch gleich umschrauben. Live im Video. Ja, Freunde, was macht ihr? Wie läuft es bei euch Darts-mäßig? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt mir gerne viele Kommentare. Ich lese die sehr gerne auf diesem Kanal hier. Also, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, Darts-mäßig oder so. Wie läuft es bei euch? Habt ihr euch verbessert? Seid ihr auch schon ambitioniert? Habt angefangen, euch zu steigern und so? Sowas höre ich immer gerne, solche Stories. Also wenn ihr da was am Start habt, dann erzählt es mir gerne. So, jetzt hier eine Aufnahme nochmal auf 19 hier. Alles klar, Digga. Mhm. Jetzt dachte ich, ich bin der beste Spieler der Welt mit den Darts. Na, Spaß. Jetzt gehe ich, glaube ich, zum Schreibtisch. Genau, weil jetzt schraube ich da was um. Ja, Leute, es fällt mir gerade echt auf, ich muss mich um ein Trikot kümmern für Kiel. Es ist ja bald schon soweit, Alter. Shit, Mann, es sind nur noch 3 Wochen. Oh, da steigt die Aufregung. Also jetzt in 2 Wochen fahren wir zum Bundesliga-Aufstieg. Und dann die Woche drauf ist das quasi schon. Ja, ich muss auf jeden Fall noch ein Trikot besorgen. Ey, ich muss gleich Janni schreiben. Und der Neueste habe ich irgendwie manchmal so Nackenschmerzen, wenn ich viel Darts spiele. Ich weiß auch nicht, wieso. Das ist mir auch aufgefallen. So ein bisschen so, ich habe ein paar Übungen gegoogelt, wo man das relativ schnell wieder rauskriegt, diese Verspannung. Aber es nervt natürlich schon. Beste Aufnahme der Welt hier, by the way, wie ich das umschraube. Ich hatte jetzt keinen Bock hier zu schneiden. Im Übrigen, beachtet bitte nicht mein Outfit of the Day. Das ist wirklich das Schlimmste, was ich jemals anhatte auf YouTube. So, ein bisschen mit den Darts hier. Einfach. Ich muss mal auf eine Kleinigkeit achten, während ich werfe. So, ich muss mal ganz kurz was abchecken jetzt.
Obwohl, eigentlich mache ich es jetzt nicht so schlimm mit dem Nacken. So, Janni meinte, ich mache meinen Kopf immer so doll nach vorne, deswegen muss ich das mal abchecken, auf jeden Fall, dass ich das abgewöhne. Was haben wir jetzt hier? Alles klar, Digga, da wollte ich, glaube ich, noch einen reinwerfen, so just for fun. So, Freunde, ja, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, macht beim Gewinnspiel mit, würde ich mich extrem drüber freuen. Und ich lasse euch jetzt mit den letzten zwei Aufnahmen mal hier so halb alleine, auf jeden Fall die letzte Date in der Aufnahme, das weiß ich noch, ging auf die Doppel-16, weil er ungefähr einen Tag drin gesteckt hat. Dann würde ich sagen, haut rein. Wir hören uns. Bis dahin. Lasst ein Like da. Bis nächsten Freitag, wenn ich wieder hier am Start bin. Und ciao.